Hallo zusammen, heute zeige ich euch die Installation von der Diebach Blackbox auf VersiOAS Instrumente. Wie ihr seht, original, nichts weiter drin als die B4. Der Rest ist serienmäßig oder das, was ihr an Expansions von Versi freigeschaltet habt. Wenn wir also jetzt die Blackbox installieren wollen, machen wir Folgendes. Wir gehen auf unsere Webseite, laden die Datei herunter für die Blackbox. Die heißt blackbox-oas, ist eine ZIP-Datei. Und die kopieren wir einfach auf einen USB-Stick. Und dann entpacken wir die einfach mit Entpacken, mit dem Entpacker eurer Wahl. So, jetzt haben wir aus dem ZIP-Ordner zwei einzelne entpackte Ordner. Der eine heißt Blackbox OAS und der andere Versi. Was machen wir damit? Wir gehen auf unser System des Instruments und kopieren die Blackbox OAS, diesen Blackbox OAS Ordner auf die Festplatte. Wohin ihr diesen kopiert, ist eigentlich egal. Ihr müsst ihn halt nur wiederfinden. Ja. Erfahrungen haben gezeigt, dass das eine der größten Fehlerquellen allgemein ist. Wir lassen es jetzt einfach mal auf dem System selber und gehen wieder zurück ins OAS-System. So, jetzt haben wir unten den Button bei Einstellungen, Plugin verwalten, Verwaltung. Ihr seht, hier ist jetzt nur eine B4 installiert. Was wir also jetzt machen müssen, wir gehen auf Plugin Slot 4 und sagen einzelnes Plugin laden. Jetzt suchen wir unser Verzeichnis. Das heißt, da es ja auch mal Root Directory ist, also auf der ersten Ebene der Festplatte, gehen wir jetzt auf dieses Verzeichnis hier zurück. Und jetzt sehen wir hier den Ordner Blackbox OAS und da ist das Plugin. Das laden wir jetzt. Das dauert eine Sekunde. So, jetzt fragt er euch, soll ich Soundlisten dafür anlegen? Dann sagt er ja, beziehungsweise laden. Dann nehmt ihr die VST4 Standard und ladet diese Liste. So, jetzt haben wir erstmal das Plugin geladen. Jetzt müssen wir Folgendes tun. Jetzt müssen wir, und die Reihenfolge hier ist jetzt genau einzuhalten, Folgendes tun. Wir müssen erstmal die Soundliste speichern von der Blackbox. Das heißt, wir gehen auf Soundliste speichern und nehmen den Slot 24. Das ist ganz wichtig. Und jetzt nennen wir das hier zum Beispiel mal Blackbox, weil das ist der Name, der auch nachher vorne im Display erscheint. Das heißt, das Ganze hier nennen wir jetzt einfach mal Blackbox, Enter. So, das speichern wir in Slot 24, das ist wichtig. So, jetzt speichern wir die Blackbox OAS, das Plugin, unter Konfiguration für einen Slot speichern. Da drücken wir drauf und den können wir jetzt hinspeichern, wo wir wollen. Den nennen wir jetzt auch einfach mal um. Das heißt, wir nennen den jetzt einfach mal BB zum Beispiel für Blackbox. So, der Name ist hier auch egal. Ihr müsst auch nur da für euch eine Info finden. Und dann speichern wir das Plugin, die Konfiguration des Plugins, der B4, in dem Fall hier zum Beispiel auf 11. So. Und jetzt speichern wir die Gesamtkonfiguration. Das heißt, jetzt speichern wir hier die Konfiguration des Ganzen und dem können wir auch einen Namen geben, zum Beispiel auch hier BB für Blackbox speichern. So, nachdem wir die Gesamtkonfiguration gespeichert haben, gehen wir einfach zurück und beenden das OAS und starten das Instrument komplett neu. Also nicht einfach nur beenden hier, sondern das Instrument komplett neu starten. Wir haben unser OAS-Instrument neu gestartet und wenn wir jetzt auf Quickload gehen und schauen uns mal die Liste an, dann sehen wir hier schon die Blackbox im Eintrag. Natürlich ohne irgendwelche Sounds.
Um jetzt hier die Sounds der Blackbox zu bekommen und eine direkte Anwahl zu haben, machen wir noch Folgendes. Wir gehen wieder aus dem ORS raus. Jetzt gehen wir auf unseren Stick. Da haben wir den zweiten Ordner, der heißt Versi. Und diesen zweiten Versi-Ordner ziehen wir einfach auf die C-Installationsplatte. Ja, das heißt, einfach hier drauf ziehen. Ja, alle. So, das war's schon. Und jetzt starten wir unser ORS wieder. Es kann manchmal sein, dass das ORS-System die VST-Plugin-Einstellungen nicht richtig übernimmt. Das hat mit diversen Dingen zu tun. Die Software ist da ein bisschen, sagen wir mal, kreativ gestrickt. Da muss man diesen Vorgang 2-3 Mal machen. Hier jetzt beim Icarus hat es eigentlich immer direkt geklappt. Aber das scheint wohl auch ein Hardware-Phänomen zu sein. Das heißt, je nachdem, welches Motherboard etc. etc. Und jetzt schauen wir wieder bei Quickload. Und jetzt sehen wir wieder die Blackbox. Und wenn wir jetzt hier drauf drücken, dann sehen wir hier die ganzen Sounds der Blackbox. Spectra, Saturn, Versivoices, Klaus Wunderlich, B3 Sounds, die ganzen Streicher, Akkordeone und so weiter und so weiter. Und haben diese im direkten Zugriff und können die spielen. Ja, das war's.